So, ja, da sind wir wieder beim fünften Teil und beim zweiten Teil eben jetzt hier vom ACS 64. Ich habe das so eingestellt, dass ein Video höchstens 30 Minuten ist. Das ist sowieso schon recht viel, meiner Meinung nach. Aber wir hatten die 30 Minuten erreicht, deswegen war das Video abrupt beendet. Und ich mache einfach genau hier an dieser Stelle weiter. Sorry, dass ich mich da gar nicht mehr verabschiedet habe. Ich habe die Zeit gar nicht mehr im Blick gehabt. So beschäftigt hier mit dem Zug. Und ja, aber ich habe hier natürlich direkt die Pause-Taste getätigt. Und wir werden genau an der Stelle, wo das Video aufgehört hat, natürlich weitermachen. Also, weiter geht's. Gut, also, Geschwindigkeit. Hier können wir wieder Vollgas geben. Also nochmal New York Penn 7:25 Ankunft. Und wir haben tatsächlich noch 6,5 Minuten knapp. Also eigentlich für die Entfernung gar kein Problem. Hier wird es auch sehr weit rechts angezeigt, das heißt, wir werden bestimmt noch gleich eine schöne Kurve fahren. Das könnte auch der Grund sein, warum wir mehr Zeit haben, weil wir nicht direkt drauf zufahren. Oh, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit wieder. Es ist nicht einfach. So, jetzt habe ich hier, bin ich hier im B-Bereich, aber er ist noch nicht angesprungen hier, oder? Nö. Es hängt also nicht damit zusammen. Und ich scheine auch nicht damit zu bremsen. Hier leuchten rote Lampen auf, weil ich in den B-Bereich gegangen bin. Wir sind ein bisschen zu schnell. Ich muss jetzt doch mal die normalen Bremsen betätigen. Besser ist. Aber diese automatische Bremse ist auch immer noch nicht angesprungen. Ja, und wir rauschen da wirklich mit dem Affenzahn durch den Tunnel mit viel zu viel Stundenkilometer. Ist auch so ein bisschen, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Ein bisschen unheimlich ist das schon. Einerseits cool, aber auch ein bisschen unheimlich. Und die Bremsen, die, man merkt richtig, dass man bergab fährt. Und die Bremsen habe ich ja schon fast bei 100%. 99 und er kriegt das, er kriegt den kaum abgebremst. Oh, ist schon krass. So, Bremse wieder ein bisschen lockern. Beziehungsweise ganz lösen. Und im Leerlauf gibt er auch gleich wieder, beschleunigt er. Also das geht hier definitiv bergab. So mit 30% Bremsen. Mal gucken, ob er auch, ob er die Geschwindigkeit hält oder ob er. Aber wir fahren anscheinend ja wirklich richtig bergab. Ich denke mal, New York wird das unterirdisch sein. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Ja, bei 30% Bremsen kann ich die Geschwindigkeit von 95 halten. Ja, ein bisschen bremst er jetzt. So, wie spät haben wir denn? Wir haben 7:21 und 22 Sekunden. Das heißt, wir haben noch 3,5 Minuten. Da, jetzt bremst er auch stärker ab, weil er jetzt flacher wird. Also wir werden tatsächlich in so einen unterirdischen Bahnhof kommen. Okay. Ja, schon irgendwie cool. Also das ist ein langer Tunnel, der da bergab führt. Und da hinten wird es heller, da wird die Station sein. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier irgendwie keine falschen Hebel. Ich bin im Leerlauf auf jeden Fall. Löse die Bremse jetzt nochmal. Man kann auch nicht so richtig was erkennen. Das sieht wirklich irgendwie so ein bisschen. So, hier sind wieder Signale. Oh, hier muss ich auch wirklich. Hier wird auch erwartet, dass man 25 fährt.
Das ist schon so ein bisschen spooky. Wo das Geräusch jetzt herkommt, weiß ich nicht. Ob das irgendwie so ein Geräusch ist zum Aufwachen? Das ist hier. Also wir haben ja noch 250 Meter, okay. Jetzt kommt der Bahnsteig. Ach, das Geräusch kam vom Gas geben, okay. Aber so laut, weil es im Tunnel ist. Also ist schon sehr speziell. Oh, ich muss mal bremsen. So, volle Bremsung bei 20. Der ist aber auch nicht einfach zu bremsen. Ich habe schon die volle Bremse an. Eieieiei. Türen in Riegeln. Wir sind auf der rechten Seite. Gehen die Türen auf. Also schon ein sehr spezielles. Und wir liegen sogar in der Zeit, ne? Hatten wir nicht bis 7:25 Zeit? Krass. Da steigen sie aus. Dann vermute ich mal ganz stark, dass wir gleich noch ein bisschen Pause haben, bevor das weitergeht. Also das war jetzt eine Fahrt, mit der habe ich so auch nicht gerechnet. Gerade der Tunnel, der hat es nochmal so ein bisschen. Wir warten bis 7:25 und 30 Sekunden. Ja. Schön, dann haben wir nochmal. Ich hänge jetzt noch irgendwie in der Kamera fest. Ne, jetzt bin ich okay. Oh, diese Geräusche, diese. Und der hört sich wieder an, als wenn ich im Kies laufe. Ist auch geil. Da komme ich gar nicht jetzt hoch. Also schon ein interessanter Zug. Hat was. Also ich denke, wenn man den dann, wenn man das richtig alles aus dem FF beherrscht und dann auch weiß, was der für einen Bremsweg hat, also das ist schon mal wieder eine ganz andere Nummer. So, ich will mal wieder rein. Aber diese Geräusche, dieses, das ist schon ein bisschen. So, Zielvorgabe erfüllt. Richtungswende haben wir vorwärts. Nee, neutrale Position. Achso, ist eventuell hier die Fahrt schon zu Ende. Steigen Sie aus dem Zug aus, um Ihre Aufgabe zu beenden. Ah, okay, das war schon. Ja, war aber auch schon echt eine spannende Fahrt. Also der Tunnel, der hat es nochmal extra gebracht. So, wo muss ich hin? Da. Zielvorgabe erfüllt. Ja, wunderbar. Ja, wir sind da 2 Minuten zu spät gekommen in der zweiten Station. Erste Station passte. Dritte Station super. Wir sind früher angekommen. Dafür hatten wir allerdings auch viele Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wir haben wieder Punkte gemacht. Und ja, das war es erstmal. Das war die Fahrt mit dem ACS64. Die erste Fahrt nach der Einführung und hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. War wieder ein bisschen was Lustiges dabei mit Dingen, die man nicht erwartet. Und freue mich auf das nächste Video. Bis dann, euer Vic Medified. Ciao.